Und schon wieder zurück bei DSA Sternen schweift, ja. Und ich habe die Hotline angerufen, mal wieder. Und bin dann doch ein bisschen überrascht. Also ich bin im Grunde sehr überrascht. Ihr habt ja alles mitbekommen, ne? Ihr wisst ja, ich habe wirklich alles durchsucht, ich habe alles getan, ich habe überall um Hilfe gebeten. Ich habe keine Hinweise. Ich habe hier ein paar Dokumente gefunden. Ich habe eine komische Kristallkugel dabei, von der ich nicht weiß, was sie macht. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier das Dokument und hier haben wir das Noctrux-Dokument, das wir uns zwar so angucken können, aber auch so angucken können. Und das sagt uns nur, ja, das scheinen magische Zeichen zu sein. Es handelt sich offensichtlich um eine Transformationsanleitung und eine Abbildung ist als Heidekraut zu erkennen. So, dann haben wir hier das Sumpfranzen-Dokument. Das ist mit Sicherheit auch irgendwie wichtig, aber es sagt halt auch nicht viel aus. Es sagt im Grunde, wenn man einen Strauch jätet, verstirbt auch kurz darauf die Ranz und es heißt, dass hohe Verwandlungsmagie möglich, wenn man sie an ihren Strauch bindet, dann zaubert. Ja, okay, wir haben einen Strauch gefunden, das ist richtig. Der ist hier vor uns. Nämlich hier, ihr entdeckt 20 Pflanzen, die irgendwie an Heidekraut erinnern, in Reih und Glied am Wasser entlang stehen. So, einfach eine herausrupfen und sie näher untersuchen. Könnte man machen, ist aber ein Fehler. Dann hat man das im Prinzip, soweit es mir gesagt wurde, schon versaut. Wir müssen uns eine bestimmte ansehen, und zwar hat die Pflanze Nummer 18. Wie man auf Pflanze 18 kommt, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht hinterfragt. Ich habe die Info dazu nicht bekommen. Also nicht im Spiel. Es ist ein ausgesprochen kräftiges Kraut. So, haben wir jetzt was davon dabei? Nö, natürlich nicht. Ich muss also wirklich diese... Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Es ergibt nicht mal die Lösung, die mir genannt wurde, Sinn. Mir wurde gesagt, ich bekomme Heilkraut hier rein. Okay, wir lassen das Kraut Kraut sein. Warte mal, dann gehen wir erstmal dem anderen Trick nach. Beziehungsweise, was heißt dem anderen Trick? Das, was man eigentlich... Ja, das findet man vielleicht raus, wenn man sich die Muße nimmt und die Karte einmal komplett... Also wirklich alles auf den Kopf stellt und überall hingeht und alles versucht und tut und macht. Dinge, auf die ich vielleicht auch nicht gekommen bin, die ich vielleicht auch einfach hätte ausprobieren müssen. Denn hier unten, da seht ihr ja, hier ist ein Zugang zum Wasser und hier ist ein Zugang zum Wasser. Da gehen wir jetzt mal gerade gucken. Das ist ich. Also ich habe hier gesessen und habe mit dem Kopf geschüttelt und mir gedacht, nee, okay, in Ordnung. In Ordnung, DSA, ist gut. Passt schon. So, ich speichere hier mal gerade nochmal ganz kurz. Sumpf 7, speichern. Ja, und ihr habt gesehen, ich habe auch schon eine Nacht gerastet, damit der Konrad mal wieder ein bisschen mehr Astralenergie hat. Denn das war mir nicht so geheuer, dass er... Ich lasse ihn mal gerade hier zurück. Konrad soll in die neue Gruppe, danke. Weil er kann nicht so gut schwimmen, das ist das Problem. Ja, Androsch droht unterzugehen, das ist schlecht, aber jetzt auch nicht dramatisch. So, und jetzt sind wir hier. Ne? Wir sind auf diesem kleinen... Den hätte man vielleicht sogar sehen können von hier drüben, wenn wir hier gestanden hätten. Aber haben wir nicht. Na gut. Aber es sieht ja auch erstmal relativ unscheinbar aus. Seltsam. Die Sumpfranze scheint nur bewegungslos in der Ecke zu sitzen. Außerdem seht ihr etwas an ihrer Tatze glitzern. Was ist denn mit dieser Sumpfranze los? Das verstehe ich nicht. Ja. Da sitzt eine Sumpfranze irgendwo in der Ecke, wo man nicht mal hinkommt, wenn man nicht in Kauf nimmt, dass die halbe Gruppe stirbt, wenn man durchs Wasser geht. Ich meine, ich kann es ja... kann es eigentlich nicht nachvollziehen. So, sichern. Jetzt kommt der Punkt. Ihr erinnert euch noch daran, dass wir irgendwo in dieser Kiste, ganz am Anfang, da haben wir gefunden, ein Kraut, einen Heiltrank und ein Netz. Und ich bin gerade sehr glücklich. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich dieses Netz beim Verkaufen immer vergessen habe. Denn dieses Netz hat der Ludewig noch mit dabei. Ach ja, er muss erstmal die Waffe wechseln. Waffe wechseln. Bloße Hand. Ja, Gegenstände. Jetzt bitte Gegenstand wechseln. Jetzt nimmst du mal das Netz zur Hand. Dankeschön. Und bewegst dich einfach mal in Richtung Sumpfranze. Ich weiß nicht, wie man das zusammenbekommen soll. Wenn man das einfach nicht schon vorher weiß oder wenn man irgendwelche Hintergrundinfos hat, die andere nicht haben, das ist absolut obskur. Ich habe dazu das Netz benutzen. Die Ranze verheddert sich heillos im Netz
und ist Sekunden später bewegungsunfähig. Als ihr näher kommt, um dieses ungewöhnlich friedfertige Exemplar seiner Gattung in Augenschein zu nehmen, bemerkt ihr etwas Seltsames. An einer Hand trägt die Kreatur einen großen goldenen Ring in Form eines Drachenkopfes. Totschlagen, laufen lassen oder das Tier gut verschnitten mitnehmen natürlich. Denn wir wissen ja jetzt zumindest schon mal, dass Sumpfranz oder dass wir da irgendwelche Verwandlungsmagie nutzen können. So, jetzt haben wir eine Sumpfranze im Netz. Und ich muss dazu sagen, immer mal wieder, wir hatten dazu null Informationen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Nichts. Überhaupt nichts. So, ich gehe hier rein, hoffe, dass keiner stirbt. Androsch droht unterzugehen, das ist mir jetzt gerade vollkommen egal. Jetzt machen wir die Gruppe wieder zusammen. Gruppe aufteilen, vereinen, genauso. Dann nehmen wir den guten Konrad wieder mit und jetzt bewegen wir uns zum Strauch da hinten, denn man muss ihn anscheinend dann doch an den Strauch binden. Man bekommt keine Frucht oder so davon, sondern man muss ihn an den Strauch binden. Das war's. So. Hier ist der Strauch. Ja. Eine bestimmte aussuchen, und zwar Nummer 18, nein, nicht 9, 18. Warum es 18 ist, weiß ich auch nicht. Ein ausgebrochen kräftiges Kraut, das ist richtig, ja. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ich sollte dann das Kraut in meinem Inventar benutzen, aber ich weiß gerade gar nicht. Und vor allen Dingen, ich sollte alle Dokumente bei einem Charakter lagern, wurde mir auch gesagt. Dann packe ich die mal alle hier vorne. Wäre das nicht sinnvoller, wenn der Konrad das machen würde? Ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt einfach aus. Das ist ein Noctrux-Dokument. Gegenstand benutzen. Ja. Okay. Ja. Einfach eine herauszupfen, um sie näher zu untersuchen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Welche? Ach so. Ja, okay. Wir müssen sie herauszupfen. Wir hätten sie alle angucken müssen. 18. Zack. Ihr entdeckt nichts Besonderes, nur dass es sich um sehr kräftige Stauden handelt. Plötzlich jault die Ranze, die ihr herumtreibt, einmal laut auf und erschlafft. Und damit ist sie nämlich dann tot. Ne? Und wenn ich das Heidekraut benutze, warte mal. Halt. So, jetzt das Heidekraut benutzen. Vor euren erstaunten Augen verwandelt sich das Tier in einen jungen, erschreckend ausgemergelten, mageren Mann mit aufgesprungenen Lippen, der einen Drachenring am Finger trägt. Wäre er etwas wohlgenährter und nicht so schmutzig, würde die Beschreibung, die ihr von Dragenfeld in Lohwangen bekommen habt, wohl auf ihn zutreffen. Der Mann öffnet kurz die Augen, fällt aber sofort wieder in eine tiefe, fiebergeschüttelte Bewusstlosigkeit. Episch. Absolut episch. So, das Dokument ist weg. Die Kristallkugel habe ich immer noch. Das Sumpfranzendokument habe ich auch. Wir hätten wahrscheinlich jetzt alle... Da ist Agdan. Oh, er ist auch noch krank. Er ist ein Torwaler. Wir hätten wahrscheinlich alle Pflanzen einmal durchgucken müssen. Wusste ich auch nicht, ob wir das einfach so tun können. Hat mir das Spiel auch keinen Hinweis zugegeben. Jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall... Warte mal, ich speichere mal gerade nochmal neu. Neuen Spielstand generieren. Ja... Sumpf 8. Langsam gehen uns da die Zahlen aus. Zurück zur Action. Jetzt ist nämlich die Sache. Jetzt muss ich ihn ja zurück nach Lohwangen bringen. Gut, ich habe mir auch nur Tipps bis hier hingeben lassen. Das war's. Weil ich gesagt habe, ich komme in diesen Sumpf nicht weiter. Es tut mir echt leid. Ich hätte das vielleicht noch irgendwie rausfinden können, wenn ich mir alle Pflanzen angeguckt hätte. Aber selbst dann hätte ich ja nicht gewusst, dass ich genau hier an diese Stelle muss, um da das Netz zu benutzen. Und es hätte mir genauso gut passieren können, dass das Netz mittlerweile verkauft ist und ich vor dem gestanden hätte und hätte ihn nur erschlagen können. Und dann wäre nämlich diese gesamte Quest, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die gesamte Quest, die wir innerhalb der letzten 4 Stunden gemacht haben, wäre einfach fehlgeschlagen. Das war's. Der hätte einfach dann irgendwann wahrscheinlich gesagt, naja gut, dann hast du ihn nicht zurückbringen können, damit ist die Sache für mich gegessen. Guck, wie du aus Lohwangen rauskommst. Nicht unser Problem. Und dann wären wir aus Lohwangen rausgegangen, wären auf 30 Orks getroffen und die hätten uns totgeprügelt. Und damit wäre das Spiel beendet gewesen. Also eine sehr tödliche Falle, der von Sternschweif, der uns... Ja, ihr wisst mittlerweile, was ich sagen möchte. Ich werde jetzt mal ganz kurz rasten, damit ich ein Talent anwenden kann. NPC entlassen? Nein, Talent anwenden. Ich hoffe, Ludwig kann die Krankheit heilen. Krankheit heilen von Agdan. Zar sei Dank, Ludwig kann Agdans Krankheit stoppen und verhilft außerdem zu 7 Lebenspunkten. Juhu! Und dann können wir noch
Magie anwenden, vielleicht mit Konrad? Obwohl, nee, warte mal. Hast du? Ja, er hat vielleicht, ja, er hat leider das andere Kraut da verwendet. Und der hat auch nichts, ne? Der hat überhaupt nichts. Der ist einfach nackt. Nackt rennt er mit uns herum. Er hat keine Stiefel an. Oh, das ist ungut. Denn das gibt ihm Schmerzen und wenn er dann stirbt, dann habe ich ein Problem. Deswegen bekommt er jetzt Ludewigs Stiefel. Für alle Fälle. Denn Ludewig kann sich im Zweifel nochmal neue Stiefel kaufen. Das ist kein Problem, aber einen neuen NPC bekommen wir nicht so schnell. Kleidung hat er halt auch keine. Deswegen bekommt er mal eben Konrads Umhang. Und dann sollte das gut sein. Schutzgott Ingerim, Torvaler, Agdan. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausruhen. Ich werde vielleicht doch mal mit Konrad... Ja, mit Konrad würde ich gerne den Transversalis machen und nicht heilen. Wir werden mal die Wachen einteilen. Ludewig, Androsch, Rayada. Dann machen wir mal folgendes. Talent anwenden, Ludewig, Wunden heilen auf Agdan. Achso, okay. Vielleicht kann es ein anderer machen. Androsch kann das ja, glaube ich, auch. Nee, das dürfen wir nicht. Na gut. Hier können wir jemanden aus der Gruppe schubsen. Das ist cool. Dann schlafen wir jetzt einfach mal. Und wir schlafen, ja, 23 Stunden. Agdans Kopf ist wieder klar. Rayada weckt Agdan. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe was gehört. Nein, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Der Mann ist nackt. Harpyen. Ist das dein Ernst? 4 Stück. Okay. Rayada wird wahrscheinlich mit der Harpie da unten fertig werden. Ach, die bewegt sich. Ja, ja, klar. Ja, ja, genau. Das kennt man ja von Harpien. Wenn die sich bewegen, die können ja fliegen und entsprechend Kreaturen, die fliegen können. Wenn die sich bewegen, dann machen die auf dem Boden Geräusche, als würde ein Oger einen Stein zertreten. Ne? Das kennen wir mittlerweile. So, endlich ist Androsch auch mal wach geworden. Der ist leider auch schon ziemlich angeschlagen, weil er durch das Wasser warten musste. Ach, ja, genau, renn nach vorne, lass dich töten. Ja, genau, ja. Ja, jetzt ist er tot, ne, und damit ist die Sache für uns auch schon gegessen. Damit kann ich jetzt eigentlich den Spielstand laden. Mhm, ja, ist eine gute Idee. Meine Güte, ey, was ist denn hier los? So, wir sind wieder hier, wir können wieder rasten. Agdan ist wahrscheinlich immer noch krank. Ja, genau. Wachen einteilen. Ludewig, Androsch und Rayada. Und dann ganz wichtig, Talent anwenden. Ludewig, Krankheit heilen auf Agdan. Ja, zahl sei Dank, er hat's... Oh, 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 hat aber diesmal hat er richtig reingehauen, der Ludewig. Hat ihn richtig hochgeheilt. Vielleicht lasse ich es auch einfach so jetzt und werde erstmal nicht rasten. Trotzdem bekommt er Stiefel von mir. Wie sieht er mit seinem Hunger und seinem Durst aus? Bin mir sicher, der ist ziemlich ausgehungert. Nö, es geht eigentlich. Es ist eigentlich in Ordnung. Weißt du was, dann brechen wir jetzt die Rast ab und begeben uns einfach sofort auf den Weg in Richtung Lowangen. Denn wir wissen ja noch, wo wir hergekommen sind. Meine Güte, was für ein Stress in diesem Sumpf. Denn wir sind hier unten irgendwo hergekommen. Und ich vermute mal, wenn wir uns hierhin zurückbewegen, dann... Ja, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde nochmal speichern. Denn der Heilversuch bei Agdan war erstaunlich gut. Und dann wird der gute Konrad mal einen mächtigen Transversalis sprechen. Und uns einfach mal da unten hinbringen, damit wir nicht mehr durch den ganzen Sumpf laufen müssen. Und wahrscheinlich auch noch tonnenweise Gegner entgegenkommen. Ich sehe es doch, ich sehe es doch vor uns. Bewege uns mal hier hin. Dankeschön. Transversalis, Teleport. Teleport. So, da sind wir auch schon. Ach, es hat alles hingehauen. Ich bin so, so glücklich. Ich speichere mal nochmal eben auf Sumpf 4. Dann können wir jetzt auch einmal eine alte Speicherdatei überschreiben. Denn ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege. Nee. Wo ging es nochmal nach Hause? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder war das... Hä? Wir sind doch von hier gekommen, oder? Oder müssen wir jetzt einen anderen Weg nehmen? Müssen wir hier rein? Aber ich komme doch da nicht mehr nach. Wenn ich dann jetzt nach Lowangen gehe, dann verliere ich doch schon wieder meine ganzen Sachen. Das ist doch nicht Sinn der Sache, oder? Ich meine, mich erinnern zu können, wir wären von hier gekommen. So, die Frage ist denn... Aber guck mal, da hinten seht ihr auch, ne? Da ist dieser Durchgang. Ich komme hier nur nicht mehr hin. Offenbar ist hier die Brücke weg. Das wird schon seinen Sinn haben.
ich werde das nicht weiter hinterfragen. Wir akzeptieren das jetzt einfach und nehmen einen anderen Weg. Das Problem ist, über die Furt kann ich nicht mehr. Das heißt, den Weg Richtung Gashok, den ich sonst gegangen bin, der macht keinen Sinn. Denn das Schiff über die Furt ist hinfort. Da werden wir so schnell nicht mehr drüber kommen. Das heißt, ich werde jetzt einen anderen südlichen Ausgang... Ist er vergiftet? Bestimmt. Ich kann dazu schon nichts mehr sagen. Wollt ihr diesen Sumpf verlassen? Ja, bitte. Wir haben es lebend rausgeschafft. Los, marschieren. Wir sind hier unten angelangt. Ich denke mal, ohne Schuhe zu gehen ist doch ganz schön schmerzhaft für Ludewig. Das ist okay. Androsch war durstig. Ja, ist in Ordnung. Was? Ein eigenartiges, affenähnliches Tier, jedoch mit scharfen Krallen und gar spitzigen Zähnen, sitzt auf dem Weg und beobachtet euch. Das Biest ist unschwer als eine der gefürchteten Sumpfrans zu erkennen. Jedoch sagt man ihnen nach, dass sie nur im Rudel auftreten, dann aber sehr aggressiv seien. Dieses Exemplar hier beobachtet jedoch nur, um dann wieder im Gebüsch zu verschwinden. Okay, sage ich nichts zu. Ja, ist schmerzhaft, ich weiß. Aber wir sind ja gleich schon wieder in Lohwangen. Die werden uns wieder alles abnehmen. Ich akzeptiere das aber diesmal. Denn die ganze Ausrüstung, die wir dabei haben, ich weiß, die war teuer. Aber die ganze Ausrüstung, die wir dabei haben, ganz ehrlich, die haben wir für 60 Dukaten zusammengekauft. Die magischen Sachen werden sie uns ohnehin behalten lassen. Den Lohwangen Schlüssel, ich weiß es nicht, ob sie uns das abnehmen. Die Kristallkugel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen es ausprobieren. Ich speichere jetzt hier auch mal als, nicht als das, sondern wir haben ja hier unten noch unsere Lagerspeicherstände, ne? Genau, Lager 4, Lager 3, wir speichern mal auf Lager 1, speichern. Dann können wir nämlich mal prüfen, wie es ist, wenn wir dann nach Lohwangen reingehen. Handlungen ausführen, Wachen einteilen Ludewig, Androsch, Rajara. Und dann können alle einmal in Ruhe schlafen. Akdans Kopf ist wieder klar. Nein, Rajara weckt Androsch. Es sind Schröter! Ja, die haben mir jetzt noch gefehlt. Ich meine, die sind jetzt nicht... Aber wenn der Akdan sich jetzt in den Kampf stürzt, dann raste ich aus. Ja, jetzt geht auch noch alles schief. Wisst ihr was? Ja, der Akdan stürzt sich natürlich in den Kampf. Warum sollte er es auch nicht tun? Und wird dann vom Schröter angegriffen. Und vom Schröter wahrscheinlich aufgefressen. Naja, wir kommen damit klar. Wir kommen damit klar. Das ganze Sumpfabenteuer ist irgendwann geschafft. Wir werden wieder in Lohwangen sein. Wir werden den guten Mann zurückgebracht haben. Wir werden wieder alle unsere Sachen los sein. Und dann werde ich Lohwangen wahrscheinlich nie wieder in meinem ganzen Leben betreten. Zu Recht, völlig zu Recht. Lohwangen wird für immer in meinen Gedanken die Erinnerung an den Sumpf beinhalten. Und ich glaube, wenn ich irgendwann in vielen, vielen Jahren dann die ganze Nordland-Trilogie nochmal spiele, dann wird mir das immer... Dann mache ich, glaube ich, einen großen Bogen um Lohwangen. Weil ich glaube, Lohwangen ist auch nicht unbedingt... Ich weiß gar nicht. Ist Lohwangen unbedingt erforderlich, um Sternenschweif zu schaffen? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass man in Lohwangen eigentlich ganz gut Geld verdienen kann. Deswegen wollte ich ja unbedingt diesen geheimen Zugang entdecken, beziehungsweise den Weg in die Stadt und aus die Stadt. Aus die Stadt raus, ne, weißt du, der Zugang. Denn ich weiß, dass es gibt diesen Zugang, ne? Also man kann das tatsächlich freischalten, dass man nach Lohwangen rein und wieder rauskommt, ohne dass man dabei immer geplündert wird. Aber dafür muss man halt diese Quest hier machen. Und wenn man das aber gemacht hat, daran kann ich mich erinnern, dann verdient man sich in Lohwangen eine goldene Nase. Denn, wie gesagt, in Lohwangen ist alles sehr knapp. Deswegen habe ich meine Kräuter eigentlich auch noch einbehalten, beziehungsweise habe sie nicht in Tiefhusen oder in Gashok oder sonst irgendwo verkauft, sondern habe sie immer noch mit dabei. Denn einen großen Teil davon würde ich gerne in Lohwangen verkaufen. Oder zumindest einen Teil davon, um wieder an Geld zu kommen. Und vor allen Dingen, man kann Folgendes machen, denn das ist eine Taktik, die ich auch von früher noch kenne. Man kann sich in Gashok einfach eindecken mit Schwertern und mit allem möglichen anderen Zeug. Geht damit nach Lohwangen, verkauft das ganze Zeug da und macht einen Riesengewinn. Man ist quasi eine eigene Handelsroute. Und so kann man dann seinen Vorrat an Dukaten doch ein ordentliches Stück aufbessern. Und das
Das war der Hintergedanke, warum ich unbedingt diese Lowangen-Sache jetzt machen wollte, weil ich einfach meine Dukaten mal ein bisschen aufbessern wollte. Wir sind da immer rumgelaufen mit 30 oder 40 Dukaten im Gepäck und dann kam irgendein ein Salamander-Typ und hat gesagt, hier, gib mal her, das Geld. Und zack, weg war's. Ja, die versuchen da unten ihr Bestes. Aber da sehe ich auch schwarz. So, und dann hat uns Zar ja auch noch, also an diesem Wasserfall, der Zar-Wasserfall, ich habe mich da informiert. Das war der Zar-Wasserfall. Da ist übrigens zum Glück nicht die Hälfte des Goldes abhanden gekommen. Das hat man ja nochmal geprüft, ich war mir nicht mehr sicher. Aber es war wohl irgendwie nur ein Schreibfehler. Das passiert hier anscheinend auch ein bisschen häufiger. Da haben wir ja auch nochmal Gold verloren und wir haben überall Gold verloren und wir krebsten immer so ein bisschen am Rande der Armut herum. Das wollte ich einfach umgehen, dadurch, dass wir diese Lowangen-Sache machen. Vor allen Dingen, weil Lowangen ja eigentlich auch... Also man muss ja mal sagen, eigentlich ist es schon eine spannende Quest. Die fesselt mich hier gerade schon seit Stunden an den PC. Hauptsächlich aber natürlich darum, weil ich nicht zulassen will, dass das Spiel mich schlägt. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich muss dieses Spiel besiegen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, nee, ich kann jetzt nicht aufhören. Ich mache jetzt hier weiter und zwar so lange, bis diese Quest rum ist. Und wenn wir das geschafft haben, dann machen wir uns auf den eigentlichen Weg. Denn das, was wir ja eigentlich machen sollten, ist ja was ganz anderes. Wir müssen ja eigentlich nach einem Zwergen suchen und nach einem Salamanderstein. Das haben wir jetzt mehrere Wochen in-game nach hinten geschoben. Einfach nur, um in Lowangen rumzurennen. Naja, gut. Muss man auch mal gemacht haben. Naja. Die Rückkehr nach Lowangen werden wir aber dann wahrscheinlich nächste Folge erleben. Ja, die werden wir nächste Folge erleben. Ja, alle verlieren einen Lebenspunkt und sind sowieso nicht so gut drauf, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden... Ohne Schuhe zu gehen ist doch ganz schön schmerzhaft für Ludewig, ich weiß. Als ihr den Wald erreicht, steht ihr unvermittelt vor einem großen orkischen Heerlager. Hunderte der Schwarzbetzelungen herumspielen mit Würfeln. Ja, wir müssen weitergehen. Ist jetzt keine Wahl. Ich muss das mal gerade ausprobieren. Wobei, warte mal. Wir machen das nächste Folge. Nächste Folge finden wir raus, wie das Ganze wird, weil ich habe das Gefühl, eventuell muss ich da nochmal was anderes machen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Na gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin, fürs Durchhalten und ich... Es tut mir echt leid, dass ich mir dann da Hilfe holen musste, aber sonst wären wir noch Ewigkeiten sinnlos durch den Sumpf gestreunt. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Insofern denke ich mal, ist das schon in Ordnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffentlich bis zum nächsten Mal und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss!